Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu The Walking Dead. Wir sind jetzt hier im Haus, es hat zum Abendessen geläutet und wir kriegen gleich was zu futtern. Alle haben sich hier an dem Tisch versammelt, nur Mark ist irgendwie nicht da. Und wir haben in der letzten Folge einen schrecklichen Fund gemacht, und zwar einen Schlachtraum, wo überall Blut war und verschiedene Folterwerkzeuge und alles Mögliche. Also ich habe ein echt ungutes Gefühl. Und wir schauen uns jetzt einfach ein bisschen um. Wir haben gesagt, wir würden uns die Hände waschen. Das war natürlich nur eine Ausrede. Und wir schauen uns einfach mal hier ein paar Bildchen an. High School Diploma. Ja, ich hatte nie ein Diplom von der Highschool. Premio Azul. Aha. This dairy must have meant a lot to them before the walkers destroyed everything. Dann haben wir hier noch einen College-Abschluss. And his college degree. These boys aren't stupid. Ja, nicht blöd, aber dumm. And his baseball trophy. Seems like it's been years since kids were playing sports for fun. Okay, was haben wir hier? Kratzer. Walkers aren't getting through that thing. Anscheinend wurde hier irgendwas verschoben, damit die hier nicht mehr durchkommen. Und hier ist irgendwie ein Kabel, was nach oben führt. Ich frage mich nur, was das für ein Kabel ist. Das führt da hinten raus. Und hier haben wir einen Medizinschrank. Und hier können wir uns verschiedene Fläschchen anschauen. Some kind of lotion. Balsam, Rasierschaum. I could use a shave. Ja, könntest du. Du hast fast so einen Bart wie ich. Aber ich bin mit meinem Bart eigentlich ganz zufrieden. Ich rasiere nur ein bisschen mit dem Nassrasierer und so. Ich lasse immer gern ein bisschen Bart dran und so, weil ich finde so ganz kahl, irgendwie weiß ich nicht. Das steht mir nicht so. Es ist halt immer Geschmackssache, ne? Die einen. Viel schlimmer finde ich Leute, die sich gar nicht rasieren und dann so einen richtigen buschigen Bart haben wie Osama Bin Laden oder so, ne? Das geht ja gar nicht. Ist ja, denken die ja, man wäre irgendwie Araber oder so. So, der Medizinschrank. Den wollen wir nicht zumachen, sondern hier oben ist eine Kiste. Gauze Pads. Mullbinden, okay. Also ein bisschen da, so an Dosenzeugs. Bestimmt auch irgendwo eine Aspirin und ein Paracetamol. Da müssen wir jetzt aber mal nicht dran. Was haben wir hier noch? Eine dreckige Toilette. Ja, lecker. So, wir gehen jetzt mal nach oben. Und schauen mal, wohin das Kabel führt. Leise. Psst. Nicht so viel Krach machen. Wir dürfen keinen Mucks machen. Wir müssen schön leise sein. Und hier ist eine Schlafzimmertür. Und da eine Schranktür. Wir schauen erstmal in die Schlafzimmertür. Ein Fleck. Das ist Blut. Da ist ein Bücherregal. Und die Blutspur führt Richtung Bücherregal. Wir können das Bücherregal aber auch nicht verschieben irgendwie. Where the hell is Mark? But Brenda said he was up here resting. Ein Seems Fenster. like there's a storm coming. Und ein Unwetter braut sich zusammen. Das Bücherregal. Farm books, cookbooks. Gut, das hatten wir schon. Okay, dann bleibt uns nur noch da hinten die Schranktür und da geht ein Kabel rein. Ich habe ein echt ungutes Gefühl, liebe Leute. Dann schauen wir mal. Handtuch. Musty as hell. Medikamente. I guess someone needed some first aid recently. Hier ist ein Mülleimer. What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tubes, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Ja, ist schon komisch. Man muss sich echt schon Gedanken machen. Kerzenschachteln. Candles. Smart. Und Morphium. What do they need so much morphine for?
Ich habe ja schon so eine Vermutung. Sowas braucht man eigentlich nur, um Leute am Leben zu erhalten. Und ich habe die Vermutung, dass mit Mark irgendwas passiert ist. Und dieses Stromkabel hier. Where is that cord going? Können wir jetzt mal verbinden. What the hell? Okay, es geht in ein Zimmer rein. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Schlafzimmer. Und da brennt Licht durch. Und da ist eine Tür. Hui, okay. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal nach, was sich dahinter befindet. Das ist Mark. Oh nein. Die essen gerade Mark. Ach du Scheiße. Don't eat that. Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's gotten into you? He just had... Mark ist oben und hat keine Beine mehr. Goddamn manners. You're eating human meat. That's crazy. What the hell? Ridiculous. I'm scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Die wollen mit unserem Fleisch handeln. Kran geht nach oben. What is going on? Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We ihr seid doch alle krank. Oh, I'm gonna puke. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways. One way or another. Like y'all. Kenny, hol deine Waffe. Kenny, get your gun! Kenny, no! Nobody's going anywhere. Jetzt. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? The fucking black put your guns down! We're walking out of here! Come here, my fucking family! I don't want to die. Alles kommt wieder in Ordnung. What did I eat? Somebody do something! Lee? Lee? Ach du Scheiße! Let go of her, you son of a bitch! Was war das? Guck doch mal einer nach! Open the goddamn door! You can't keep us in here!
will tear you fuckers apart with my bare hands! We gotta find another way out of here! You shit fucking bastards! Open this door, goddammit! I will knock the goddamn door down! It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet... Come on, Dad. Now's not the time. Alles in Ordnung mit dir, Clementine? You okay, Clementine? They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker. We gotta get the fuck out of here! This goddamn thumbsucker was the one who brought us here! Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. Okay, also die Situation ist sehr angespannt, liebe Leute. Und hier sind noch ganz viele Lecksteine. Salt licks. Pretty heavy. Think we could heave it through the door? Nah, door's too solid. Come on, try yourself. Cowards. Wir sprechen jetzt erstmal mit Larry. Come on, Larry. Do you really want to attract their attention? Yeah, I want to attract their attention. So I can fucking kill them! Guess your new girlfriend wasn't all she was cracked up to be. What the hell is your problem? You refused to give me my day's rations back at the motor lodge. And you went out of your way to be an asshole to me tonight. You must really hate me. But guess what? You're stuck with me. I plan to be around long after you're gone. And if you turn, I'll be the one to put the axe through. Du bist echt nicht wert, Gas zu werden. Open up, goddammit! I'm not your enemy, Larry. I don't believe you. Don't forget, I know who you really are. Okay, also Larry ist immer noch ein Arschloch. So, dann sprechen wir mal mit Lily. Your dad's not making things any easier for us. Open the fucking Dad, door! Dad, stop! Goddammit! They're not gonna open the door! Oh Mann, Alter, das gibt's ja gar nicht. Sprech mal mit Kenny. They got Katja and Duck, Lee. Those fuckers have my family. I know. We're gonna get out of here and find them. Okay, also großartig die Spreche führen können wir nicht. Wir müssen hier irgendwie raus, aber wir sprechen jetzt nochmal mit Clementine. Don't give up. We're gonna find a way out of here. Can I help? Sure, honey. You keep your eyes open for exposed screws or loose panels. Anything we can pry away to open a passage out of here. Okay. I'll break that damn door down! Dad, you can't get... Easy! Oh, was sollen wir machen? Wir dürfen ihn nicht umbringen, wenn er noch lebt. Lee kann ihn noch nicht retten. Lily can still save him. I wish she could, believe me, I do. But that man is dead. You both know what happens next. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on, we know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee, I'm right about this. I know you've got my back. You always do. God damn it, Lee, I need you! Please help me! Oh, scheiße, wie entscheiden wir uns? Wake up. Wake up! Scheiße! Come on! Ach, wir müssen Kenny helfen. You're right, Kenny. Let's get this you over. You fucking monsters! Both of you! I don't want to see! I'm sorry, Lee. No, no, no! Scheiße.
Er war tot. Wir dürften das Risiko nicht eingehen. I'm sorry. We couldn't take that chance. You understand why we had to do this, Clementine. So we won't turn into one of those monsters? That's right. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else. Something hopeful. Like what? Von hier zu verschwinden. How about your walkie-talkie? Those pretend talks with your mom and dad, don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. Okay, die arme Clementine. Wir sprechen mal mit Kenny. You think maybe we were too hasty? Only one important thing right now. Getting the fuck out of here. We did what we had to. Was jetzt? Wir sind jetzt auf uns allein angewiesen, wegen deiner Familie. What now? You got any ideas? The air conditioner. There might be a duck behind it. Oh God. What are they doing to catch a duck? Ich hoffe, die werden die nicht braten oder so. Und da liegt der tote Larry mit dem zermatschten Gehirn. Hier überall liegt das Gehirn verteilt. Und ich... Das ist echt so krass. Wie wenig Zeit wir haben, uns zu entscheiden. Vielleicht hätten wir ihn auch noch retten können. Aber die Wahrscheinlichkeit, wir haben es beim Hotel gesehen, mit diesem einen komischen Leiter da, der das Bein verloren, dem wir das Bein abhacken mussten. Der ist gestorben und hat sich trotzdem verwandelt, obwohl er nicht gebissen wurde. Und das Risiko konnten wir einfach nicht eingehen und Lilly hat ja gesagt, er ist tot. Und wenn er nur bewusstlos gewesen wäre, dann wäre das was anderes gewesen. Aber so, denke ich mal, war es die richtige Entscheidung. Und wir sprechen mal mit Lilly. Lilly, I'm sorry. Don't talk to me, Lee. Don't fucking talk to me. Du musst dich zusammenreißen. You've got to pull yourself together, Lilly. Why? For your sake? So you can feel better about what you did? For your own sake. Right. Because you fucking care so much about me. Get away. I just need to... I told you to get the fuck away! Also Lilly ist ganz außer sich, kann ich aber auch verstehen. Wir haben nämlich gerade ihren Vater getötet. Wir schauen einfach mal, was sich hier hinter verbirgt. Das Kühlaggregat. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. I don't know, Lee. Seems like a long shot. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. A rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Mm-mm. Okay, da oben ist eine Schraube. Und da ist auch noch eine. Ja, dann würde ich mal versuchen, müssen wir irgendwie eine Münze auftreiben. Und dann versuchen, die Schrauben damit abzumachen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen von The Walking Dead, liebe Leute. Also, bis dahin.